Und damit ein herzliches Willkommen zurück an dich zur nächsten Folge im Minecraft Community. Ja, ihr habt es wahrscheinlich im Hintergrund gerade schon gehört, ich bin schon mal rausgegangen. Hier an unserem tollen Burggraben. Und mir hat letzte Woche jemand in die Kommentare geschrieben, ich muss hier unten den Boden ausbessern. Nö, das lasse ich mal so, wie es ist. Das passt schon so. Also könnte ich natürlich machen, aber der soll jetzt hier in erster Linie mal funktionell werden. Eventuell bessere ich den irgendwann mal aus. Aber im Moment sehe ich jetzt hier auch den Bedarf, wenn ich ehrlich bin, nicht so ganz. Und ja, ich weiß, für euch ist das Ganze hier alles ein bisschen langweiliger, aber es muss leider sein. Von daher, damit ihr mal kurz durch. Ja, jetzt habe ich gerade wieder reingelegt. Ah, hier hat man noch Ton. Den werde ich mir nachher gleich auch mal rausholen, den Ton hier. Also nicht Ton im Sinne von Sprache oder Stimme, sondern Ton im Sinne von Lehm. Denn ich glaube, da habe ich noch gar keinen. Dann können wir auch mal so ein bisschen was mit Ziegeln machen. Weil ich glaube, so langsam ist das Ressort hier hinten näher. Und dann fange ich jetzt hier mal an, von der anderen Seite hier aufzufüllen. Aber was es definitiv nach oben treiben dürfte, ist die Laufstatistik von Minecraft. Kann man ja nachgucken, wie man in einer Welt oder einem Server ist immer abhängig gelaufen ist. Naja, das war jetzt so, wie ich mir gedacht habe. Das bringt mir so nichts, jedes zweite zu nehmen. Da können wir nachher mal in die reingucken in die Statistik. Verzeihung, macht die eine Seite hier noch fertig und dann gucken wir mal rein. Oh, wieso bleibt die jetzt hängen? Die anderen Teste sind da auch nicht hängen geblieben. Und ich hätte hier eigentlich ganz gern ein ruhiges Wasser, also kein fließendes, also heißt alles ausgeglichen. Es fließt hier in die Richtung, also fehlt hier ein Wassereimer. Ja, aber nicht so. Na komm. Passt. Das fließt auch in die Richtung, brauche ich auch hier einen Wassereimer. Jawohl. Aber komm, das mache ich jetzt einfach mal. Machen wir jetzt 1, 2, 3, 4 mal die Eimer voll und bauen wir hier vorne eine unendliche Wasserquelle hin. Wurde mir auch letzte Woche wieder fleißig in die Kommentare geschrieben. Wie das muss ich zweimal. 2x2 reicht schon, oder? Ja. 2x2 reicht schon. Und wenn sich meine Community etwas wünscht, wie eine unendliche Wasserquelle, dann machen wir das doch. So, hier ist noch fließendes Wasser. Hier auch. Ich glaube, auch hier ist schon fertig. Hier fließt noch was in die Richtung. Okay, jetzt ist die Fackel wieder weggeplatzt. Ich frage nicht wieso. Und hier fehlt noch in die Richtung einer. Ja, dann hätten wir den ersten Balken hier voll. Ja, und hier ist das Problem, hier kann ich kein direktes Wasser hinsetzen, beziehungsweise doch. Wenn ich hier einen Block dran setze. Ich kann mir überlegen, ob das so geht. Das funktioniert so. Und jetzt wieder abbauen. Genau, dann kann ich hier dann, glaube ich, mal so weitermachen. Ich probiere das jetzt gerade mal noch. Also jetzt hier so weitermachen. Hier und hier ein. Genau, dann fließt das Wasser nicht mehr. So komme ich auf jeden Fall um die Ecke rum. Gut, dann gucken wir noch mal gerade kurz in die Statistiken rein, wie viel sind wir hier schon gelaufen? Statistiken, Noten,
Blöcke gestimmt. Aha, gut, das ist ganz oben. Wir sind schon 2 Kilometer geklettert und 30 Kilometer gelaufen. Ja. Sprünge, war das hier wirklich mitgezählt? Statistik? Ja, wird. Okay. Nein, da sind schon 10.000 Mal gesprungen und eine Stunde geschlichen. Haben wir irgendwie eine komplette Spielzeit? Spieldauer. 0,71 Tage. Okay. Mit dem letzten Tod. Aha. Der gesprintet 19 Kilometer. Okay. Also fast alles gesprintet. Wenn wir das suchen, 0. Notenblöcke abgespielt, 1. Boah, wer sich noch da dran erinnern kann. Na gerne. Strecke geschwommen, 0 cm. Ich bin mal so frei hier. Hat das jetzt als Schwimmen gezählt? Nein, ich will nicht in die Option. Wo war sie jetzt? Strecke geschwommen, 0 cm. Okay, scheinbar nicht. Gut. Ich zeige es, wie es mag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und tschüss.